Kennst du eigentlich schon mal eine eigene Nahrungsergänzungsmittel? Zum Beispiel Vitamin C, OPC. Das Besondere an diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es eine 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitasomal.de. Wir sehen uns. Es ist ein Klebeeiweiß, kennen wir alle, zum Beispiel aus Getreide. Wenn Brot gebacken wird, warum wird kein Brot gebacken aus glutenfreiem Getreide? Weil es nicht so richtig zusammenpappt und klebt, ja. Es ist quasi dieses Gluten, es ist ein Proteinkomplex aus Glutenin und Prolamin, ja. Und Prolamin ist wieder zusammengebaut, aus zwei Aminosäuren hauptsächlich, aus Prolin, ja, zu 25% und Glutamin zu 40%. Nur damit ihr es mal gehört habt. So. Es gibt verschiedene Prolamine. Jedes Getreide hat verschiedene Prolamine nochmal, ja, also verschiedene Glutene, sage ich mal, Anführungsstrichen. Ja? Zum Beispiel Roggen, ja, Sekalin, Hafer, Arvenin, Gerste, zum Beispiel Hodein und so weiter und so fort. Seht ihr hier auch die Abbildung, damit ihr es auch mal gesehen habt. Zöliakie, ne, ist die Glutenunverträglichkeit. Wie kommt die zustande? Und das sieht man hier, studienbasiert, wird direkt beschrieben. Hauptfaktor, Manifestation dieser Krankheit ist letztendlich das Gluten aus dem Weizen und aus dem Roggen und aus der Gerste. Das kennen wir ja jetzt, ne? Haben wir gerade gelernt. Sekalin und Hordein. Aber jetzt ist die Frage zu klären, wie kommt es wirklich zu dieser Glutenunverträglichkeit und zu den Symptomen vor allen Dingen dabei? Ja? Also zunächst Zonulin. Ne? Das ist ein Protein, was die Darmpermeabilität steuert, so gesehen, ja? Beeinflusst. Genau genommen das transepithelielle elektrische Membranpotenzial so gesehen, das würde jetzt zu weit führen, aber wir wissen jetzt, dass ein Protein gibt, was steuert, was sagst du sollen, wie so zur Tür steht, ey, du kommst nicht rein, ja? So ungefähr funktioniert das und das ist anscheinend ziemlich mächtig in diesem Ganzen. Jetzt muss die Frage schon stellen, was bzw. was stimuliert dieses Protein, dies zu tun? Vor allen Dingen in welchem Maße? Das Zonulin, das dies erstmal tut, habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich jetzt tüt gesagt. Das Zonulin, dieses Tüt, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern aus Studien. Und das sehen wir hier zum Beispiel auch, wenn diese gegeben worden ist, ist die Permeabilität und so weiter, Magen-Darm-Trakt, also Magen- und Darmtrakt, deutlich erhöht. Das hat sich auch die Medizin zunutze gemacht, denn da wurden damals schon Versuche gemacht, ich kann mich noch an eine Studie erinnern. Dieses wurde ebenfalls gegeben bei Zugabe von Medikamenten. Und die wurden dann dadurch besser aufgenommen. Das heißt, es werden auch Stoffe dadurch besser aufgenommen, die für den Körper nicht essentiell sind und die normalerweise nicht in die Blutbahn gehören. Jetzt müsste es so langsam klingeln. Das heißt, dort werden die Tight Junctions bewegt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, im Zusammenhang mit Leaky Gut, durch das Zonulin. Und anscheinend scheint es ziemlich mächtig zu sein. Und das zeigen auch bestimmte Studien, die ganz klar gezeigt haben, die Korrelation und der Schlüssel, der Anfangsschlüssel sozusagen, der Entry, ja, der Zugang, erst zur Entstehung von Autoimmunkrankheiten, Krebs und Entzündungen durch jenes. In der Studie wird auch beschrieben, dass Leaky Gut nicht nur ein Problem, so gesehen, des Magen-Darm-Trakts ist, eine Krankheit in Magen-Darm-Geschichte, sondern ganz einfach eine Erkrankung, die alle Organe betrifft, ja, und Organellen. Also Nieren, Leber und so weiter. Und man sieht hier auch bestimmte Korrelationen, ja, zum Beispiel mit Zöliakie, ja, nein, anders. Zöliakie, mei, ist aber auch echt ein Wort, ne? Wer sich das ausgedacht hat, bestimmt irgendwie, naja. Auf jeden Fall, Schuppenflechte sehen wir hier, ja, Schlafstörungen, Tumorbildung, ja, Depression, Autismus, ja, und Schizophrenie, alles studienbasiert, ja, in der Korrelation, Zusammenhänge, ja. Und vor allen Dingen auch Diabetes, ja, und jetzt ganz, ganz wichtig, Diabetes Typ 1, habe ich damals schon in meinem Video erklärt, Gluten fördert und so weiter, Leaky Gut Syndrom, vor 2 Jahren. Und zwar ist es so, bei Diabetes Typ 1, auch studienbasiert hier, wenn dieses Enzym, Zonulin, diese Leaky Gut fördert und so gesehen die Schotten öffnet, dann kommen unverdaute Fragmente in deine Blutbahn, die normalerweise dort nicht hingehören. Dein Blut kennt nur Peptide, das heißt bestimmte einzelne Aminosäuren sogar, Monopeptide, einzelne Aminosäuren, damit kann der Körper was anfangen. Wenn diese nicht vollständig aufgebraucht sind, ja, kann dein Körper damit nichts anfangen und erkennt ihn als Fremdkörper. Das heißt, wenn davon immer mehr hineinkommen, was eigentlich nicht sein sollte, was Zonulin aber macht, dann kommt eine Immunantwort, das heißt eine Entzündungsreaktion. Das Problem ist, dort kann passieren, dass bestimmte Tripeptide, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Aminosäurenfragmente, sehr ähnlich sind deinen Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse. Dein Körper kann jene nicht unterscheiden und greift so gesehen beides an, jedes Mal, wenn du das wieder konsumierst. Und so entwickelt sich, manifestiert sich auf Dauer eine Diabetes Typ 1. Das ist lange schon studienbasiert bekannt und Diabetes ist nicht erblich, wie alle sagen. Diabetes Typ 1 ist eine Darmerkrankung. Weitere
ja, Erkenntnisse und so weiter seht ihr auch in meinem Video zur Multiple Sklerose. Könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen. Verlinke ich auch hier mal. Ziehen wir doch ein Zwischenfazit und fassen die bis jetzt genannten Informationen zusammen. Gluten ist ein Proteinkomplex aus Glutenin und Prolamin. Zöliakie ist die Glutenunverträglichkeit. Das Protein Zonulin beeinflusst die Darmpermeabilität. Dadurch werden Fremdstoffe, zum Beispiel Medikamente, aber natürlich auch Schadstoffe schneller und besser aufgenommen und gelangen ins Blut. Folgen sind unter anderem Autoimmunkrankheiten, Entzündungen oder auch Diabetes Typ 1. Was ich sehr schön fand, in der Studie wurde gesagt, okay, also, es gibt eine genetische Prädisposition. So, die genetische Prädisposition, ja, unterliegt schon, dass man eher Antikörper dagegen bildet und so weiter, gegen diese Fragmente, die letztendlich unverdaut in die Blutbahn gelangen. Aber hier ist auch ganz, ganz schön in der Studie beschrieben, dass der hauptausschlaggebende Punkt die Umwelteinflüsse sind, das heißt die Faktoren, die wir selbst darauf wirken lassen, ja, zum Beispiel unsere Ernährung, ja, und nicht die Genetik, ja, ganz, ganz schön hier einmal beschrieben. Und jetzt wird es ein bisschen konkreter, also. Was ich sehr, sehr verblüffend fand in einer Studie, ja, 2012, ja, von Rupio Topio, ja, mit seinen Probanden durchgeführt, über 8000 Stück, ne, über 2 Jahre. Und hier sieht man, dass von denen, die letztendlich diese Glutenunverträglichkeit haben, nur 17% davon Symptome haben. Jetzt fragt man sich, wie kann das überhaupt sein? In einer weiteren Studie, um das zu verifizieren, ebenfalls, ja, über 2000 Probanden, ja, 54 davon zeigen eine Anti-Gladin-Antikörper-Reaktion. Okay? So. Das heißt, eine bestimmte Darmentzündung. So. Anscheinend ist aber nur ein Bruchteil davon Symptome. Obwohl das bei diesen diagnostiziert worden ist. Und das nochmal weiter zu verifizieren, in einer Studie von Schweden, ja, wurde auch das getestet, und zwar wieder einen anderen Bereich noch, um das weiter zu verifizieren. Und zwar die Antikörper negativ waren, ja, die diese nicht aufwiesen und die letztendlich dann keine Symptome hatten, waren nur 3,8%. Ja, das heißt 96,2% hingegen leiden anscheinend an Unverträglichkeiten an Gluten. Ja? Es ist eine unfassbar große Dunkelziffer. Und das ist auch der Grund, warum, wenn man studienbasiert mal ein bisschen schaut, da gar nicht so viele Studien dazu gibt, dass es die wirklich schlecht beleuchtet, dieses Gluten. Und das liegt an diesem Fakt, den ich jetzt einmal hier zeigen werde, warum das überhaupt ist. Jetzt müssen wir uns fragen, wie kann das überhaupt sein, dass so viele Unverträglichkeit haben, aber keine Symptome entwickeln und damit so eine hohe Dunkelziffer davon existiert. Ja? Und zwar, das wurde damals herausgefunden, ein bisschen per Zufall, und zwar Opioide, also das heißt Medikamente, zum Beispiel Morphine und so weiter, starke Schmerzmittel, fördern extrem die Darmentleerung, ja. Und es wurde herausgefunden, dann Mittel dagegen gegeben natürlich, ne, dieses Naloxon wurde dagegen entgeben, natürlich, der Körper will es natürlich loswerden, deshalb passiert schnell diese Darmentleerung, ja. Und dieses Naloxon verhindert dies eben, ja, übrigens schlimmer Prozess, der Körper will es loswerden, man hindert ihn noch daran, das noch loszuwerden, egal. Und auf jeden Fall wurde aber das ebenfalls gewirkt, der Wirkungsmechanismus von Naloxon hat ebenfalls auf Gluten gewirkt, wenn die Probanden eben sehr viel Gluten gegessen haben, hat es eben gleich gewirkt, wie bei diesem Morphin. Das heißt, es muss ein gleicher Wirkungsmechanismus sein, dass sie müssen irgendwas gemeinsam haben, diese Morphine, diese Opioide und das Gluten. Und so kam man darauf und hat man weiter geforscht und so weiter. Übrigens auch sehr, sehr spannend, dass diese von dem Gluten, diese Exomorphine, also Exo von außen zugeführt, Morphine, Morphium, ne, Schmerzmittel, Betäubungsmittel, die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Die Antagonisten dazu, wie zum Beispiel dieses Arzneistoff, konnten dieses letztendlich nicht mehr. Das ist wirklich sehr, sehr tückisch. So, und jetzt einmal ganz kurz nur erklärt, ja. Ein bisschen kompliziert, aber ganz, ganz kurz. Also DPP4, ja, wird blockiert von Gliadin. Und Gliadin, wissen wir, ist ein Bestandteil des Glutens. Haben wir vorhin gelernt. Und DPP4 ist einfach nur, ja, steuert sozusagen ein Hormon, steuert so gesehen deine Blutzuckerregulierung und so. Alles nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, dass DPP4 reguliert Substanz P. Und Substanz P ist unerlässlich für die Schmerzneuronen. Das heißt, auf gut Deutsch, ganz einfach gesagt, Gluten blockiert deine Schmerzhormone. Was dadurch zustande kommt, dass man keine Symptome mehr entwickelt, keine Magenkrämpfe und so weiter. Und
das ist eben das Tückische, warum die Dunkelziffer so hoch ist. Weil sie das blockiert. Und das wurde noch niemals in der deutschen Geschichte so gesehen so aufgerollt. Und auch von keinem Doktor oder sonst was habe ich jetzt jemals das gehört, dass das wirklich das Schlimmste daran ist. Dass man es einfach noch nicht mal weiß, ob man es wirklich hat, ja. Und man sieht auch weiter, dass es dann dadurch, durch diese Blockierung noch weiterkommen kann zur Entwicklung von Ödemen und so weiter, durch Gluten und so. Es ist ein abendfüllendes Programm. Ich möchte das Video nicht so lang machen. Ihr wisst, zusammenfassend kann man sagen, Gluten definitiv ganz starke Korrelation zwischen Autoimmunkrankheiten natürlich, ja, weil Leaky Gut gefördert wird, so gesehen. Mehr Substanzen können die Blutbahn, gegen die der Körper sich wieder wehren muss. Ständige Autoimmunkrankheiten und so weiter können dadurch weiter sich nähren. Ja, deshalb meiner Meinung nach absolutes No-Go für mich. Des Weiteren kann man sagen, das Tückische dabei eben ist noch, vielleicht hast du schon eine Unverträglichkeit, das wird trotzdem unterdrückt durch die Funktion, durch die opioide Funktion des Glutens ebenfalls noch, dass du keine Schmerzen daran hast, weil es noch dadurch unterbunden wird und du es nicht mal weißt. Ja, vielleicht hast du auch irgendwelche Symptome und so weiter, die ich vorhin noch aufgezählt habe in den Studien, die dadurch auch zustande kommen könnten. Vielleicht wirst du dich angesprochen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen wieder mit diesem Video. Was habt ihr für Erfahrungen mit Gluten? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Findet ihr es gut? Macht ihr es? Macht ihr es nicht? Wie geht euch dabei? Und so weiter. Ich würde mich sehr freuen über einen Kommentar von dir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Video einen Daumen nach oben gebt. Ich würde mich sehr freuen über den Kanal abonnieren, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet, wann wirklich wieder ein neues Video kommt, und schaut sehr, sehr gerne bei mir auf vitasomal.de vorbei, meine eigenen Supplements. Würde mich sehr freuen, wenn ich euch dort wiederfinden würde. Bis zum nächsten Mal. Rohvegan am Limit sagt ciao.